Sagt so, fick dich. External Threat, okay. Was ist denn? Sonst noch hier irgendwo was außer, was man reparieren müsste. Ne, guck mal, so gut bin ich zu dir, Bro. Wo war mir ein Gebäude? Also hier auf dem Hof eh schon nichts gerichtet. War auch eine Kuhstall da innen drin. Das ist richtig, richtig weiß. Ich glaube, es war nicht die, wo wir... Ne, es waren andere, wo wir für eine Tür 700 verlangt haben, gell? Da sind wir hergekommen, haben für eine reparierte Tür 700 Euro verlangt. War vielleicht ein bisschen schlecht, warum die Auftragslage ein bisschen zurückgegangen ist. Wie viel Geld haben wir? Ja, gut. So, waren 750, ist ganz okay. Ah, komm, jetzt noch Access noch da. Gut. Pockax. Machen wir erstmal das Apfelmus fertig. Ah, 13 Stück. Das ist schon mal besser wie gar nichts. Und die Honig, genau, die Honig werden die Bienen amortisieren. Und die Bienen, Stöcke werden auch sich mit der amortisieren. 35 für 1, sagen wir es so, 8 Stück müssen verkauft, dann das ein Ding wieder gezahlt. Oh, schon warmächtig, dauert nicht. Schön sieht. Ja, ja. Da, die Wassermelone kann weg. Kaufen wir mal. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ja, jetzt ein bisschen rumgärtnern, an, ne? Vielleicht, wenn wir da ein bisschen mehr Blümchen hinmachen, dass sie dann schneller wachsen, ne? Also, dass sie mehr Honig produzieren im Gegenzug. Mit einer Hake. Okay. Na gut. Bist jetzt glücklich? Lass mich arbeiten, Mann. Ja, echt Hund. Geh doch mal weg, Alter. Okay. Was wollen Sie von... Alter, wie die linke Hand aussieht. Meine Fresse. Warte mal, brauchen wir aber eine Gießkanne, ne? Fällt mir gerade ein, wenn wir auch gießen, den Scheiß. Fuck. Kriegt man das Wasser her? Gut, wir haben Fluss gleich in der Nähe, ne? Hey, ich hab deinen Hund geklaut, was hältst du davon? Schön! Ja, Lust zu, klar! Gießkanne war auch nicht dumm.
Oh, ist da permanent Wasser drin. Natürlich auch cool. Die Hände manchmal, du. Oh Gott, wie die aussehen. Das soll niemals in die Sonne rauskommen. Okay, wird schon passen, hoffe ich. Aber merke ich, dass es gegossen ist? Verfärbt sich das? Ich frage jetzt nur mal, ne? Guck mal, ein bisschen Landwirtschaft näher. Also Blümchen, Pflanzen, alles, ne? Muss ja auch mal sein. Ist dann nur Fragen. Auf einmal könnt ihr ja noch pflücken und verkaufen. Ich würde lachen. Gärtnern wir einmal. Entspannt ist Arbeiten eigentlich, ne? Sachen anpflanzen so ein bisschen. Ah, müssen wir aber daraus das Gartenstückle mal. Gartenstückle immer 950 Quadratmeter Fläche. Ich sag's ja nur. Oh, die Hände, du. Das sieht aus. Oh Gott, so verspackt. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen, ne? Ist denn nur Fragen? Was heißt denn, dass er hungrig ist? Das ist halt eine Dose. Ich weiß nicht. Sag mal. Ach, Hund, Alter. Hier, ich gieß dich mit. Ja. Du gießt halt ewig weiter, ne? Ich hoffe mal, das reicht einfach, wenn es ein bisschen drüber geht, weil der tut auch recht schnell umgraben und alles, ne? Dass er nicht so ewig dauert. Das ist ja einfach kein Unterschied. Dass die Textur dunkler wird oder so. Robin sieht es an der Stelle mal aus, aber ey, für jede Stelle ist nur ewig dranstehen und gießen, war halt schon heftig. Sehr nass, sehr nass, sehr nass. Oh, mit Rechtsklick sehen wir das. Okay. Okay. Sollte mal dran denken, dass ich auf Rechtsklick achten sollte, ne? Ist da nur Fragen. Lalala. Ist das eine gute Idee? Uiuiui, ist sogar noch Geschäft. Aber das ist doch... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Okay, jetzt wird's versetzt. Passt im Grasboden jetzt auf einmal, okay.
Wie die Textur hier abwandert. Okay. Kann man es hier dann zumindest noch machen an dem Stück, dass es zumindest nicht ganz hässlich wird. So, dele. So, jetzt muss ja glücklich sein, dass wir arbeiten hier, ja? Ich will nur fragen. Wendy, pass mal auf, muss ja reichen, danke. Was war das für ein Sound? Ah! Hab ich mich selber geschlagen, oder? Keine Ahnung. Der Stück noch, nein, ist gut. Da haben wir erstmal nichts mehr angepflanzt. Damit es ein bisschen hübscher aussieht. Uff, das dauert. Dann müssen wir das Ganze noch gießen. Benutzbarer Boden, unbenutzbarer Boden. Haben wir es jetzt? Na, gleich. So. Sehr nass. Ach. Brauche ich da gar nichts gießen. Okay. Gut. Wenn der Boden schon nass genug ist, ist ja auch recht. Man müsste bedenken, dass man dann später erst noch... Oh, scheiße, ich habe mir nötige Arbeit auf den Hals gehetzt. Fuck the Deven Code, prevent me. Climbing Rob of Talent. Now, what's the cap? What's it done? If we win. Müssen wir ankommen. Teenage is the pick of destiny. Das Black des Schicksals. Cooler Film. Mit Jack Black und dem anderen. Weiß gerade, wie er heißt. Ach, die Hand, ey. So widerlich. Mach, dass es aufhört. Oh, ich muss ja einen Weg machen, ey. Gott, das ist... Übel. Einfach nur übel. Gut. Als einziges gerne so ein Tomaten, Transportmission, Tomaten, Pflüge Feld, liefere Tomaten. Nee. Ich würde sagen, einen einzigen Tomaten zu liefern, muss kurz was trinken. Da oben können sie interessant sein, Sachen anzupflanzen, hier so, ja? Waren eh noch ein paar Minuten, weil mir ist ja eingefallen. Ich muss ein bisschen so 20 Minuten länger machen, aber ich muss 20 Minuten länger aufnehmen, weil ich eigentlich rausschneiden muss, bevor ich für eine Feldarbeit. Ja. Sag's dann nur, Fragen. Okay, das geht schon mal nicht. Natürlich cool. Ein paar Blümchen anpflanzen, so auf dem Stück gleich draus. War fett. Lavendel oder so. Und das Stückchen hier noch. So. Dann machen wir dich raus, Freund. Botenhaken. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ah, findest du nicht süß, die Bienchen, weil... Vielleicht kommt dann wirklich schneller Honig rum. Das war cool. Wir müssen die Blümchen erstmal noch wachsen, damit die sich damit bestäubt werden können. Gut. Müssen wir das alles noch gießen später. Uff. Es wäre zum Beispiel cool, wenn man auf Heirat wäre, dass die Frau übernehmen könnte. Ja, war fett. Zur Arbeitsteilung. Na, wir kommen ins Vieh und ändern schweren Sachen.
Und sie macht erst dann, das war nice. Wunderbar, passt, perfekt. Müssen wir schon mal nichts machen. Ui, aber hier müssen gießen. Als nächstes müssten die Paprikas fertig sein. Es braucht halt alles so lang zum Wachsen. Das ist halt schon krank. Haben wir noch woanders Bienenstöckchen? Weil die sind ja bitte mit Bäumen. Das ist ja alles cool. Die können sich da festfuttern. James liebt uns, Rex liebt uns. Ne, warte mal, hier kann man eh nichts machen, das ist eh schon alles. Da unten hat man noch ein paar Bienenstöcke. Zup. Schaufel. Zack. Genau, 1, 2, 3. Machen wir so 3 auf 3 Feld halt. Bienchen ist aggressiv, stechen uns. Nein, Bienen stechen nicht. Die sind chillig drauf, auch rummeln. Nur Wespen sind fliegende Arschlöcher mit Stacheln. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das sind nur Fragen. In der Fall eine Aussage. Neuer Satz. Und. Ja, hab ich davor. Oh, verrückt schon um 1 Millimeter. Wieso? Nee. Sehr nass. Ja, gut, glaube ich, wenn wir uns erstmal umflügen, dann ist es eigentlich ganz okay. Ist natürlich regnet, ist natürlich auch gut. Dann brauchen wir nicht gießen an dem Tag. Ziehen hier, sehr nass. Eigentlich praktisch, ne? Entschuldigung. Haben wir hier, kam hier wieder Mist raus. 84 Kilo. Der füllt sich automatisch auf. Schade. Hätte mich gefreut, als Gerüsten damals erstmal kurz weg. Was ist denn da los? Oh, Besuch von der Mutter. Meine Güte. Was los, Rex? I love you. James, love me too. Yeah. 1037, da fehlen noch 17.000, sage ich jetzt mal. Könnte man die eigentlich auch umlackieren? Das kostet ja wieder 500, das sehe ich nicht ein. Apropos 500. Wie ist es mit meinen useless animals hier? Ah, immer noch keine Eier. Kann man schlachten wenigstens. Was sie züchten könnte, das wäre auch fett. Ja, ich glaube, wir gehen schlafen, hast du recht. Weißt du nicht. Ich mach mal Tür zu, ne? Ihr bleibt draußen. Ich kann das nicht sagen, wenn hier Tiere drin sind. Spaß. Gerade Katzen und Hunde einfach reinlassen über Nacht vor allem. Weil es kalt und so, ne? Brauchen auch Wärme und Zuneigung. Ich sag's dir mal, es sind nur Fragen. Was hat Byte noch geschrieben? No problem, bro. Alles cool. Uff. Sorry, hat er geschrieben. So, no, bye, alles cool. Es hasst es jetzt, aber ist okay, es sind nur Fragen. Was sind die zwei? Ach, da, sehr süß. Aber ich hab's Gefühl, August 27. Die Sonne geht immer später auf und unter, ne? Kann das sein? Ja, komm, hier gibt's einen Winter. Ich würde es feiern, aber real life. Fuuuuck. Also, wenn man hier wirklich so. Was heißt real life? Ist das falsch ausgedrückt? Wenn man aber im Spiel selber ein Jahr spielen müsste. Soll ich ein Archiv mit. Irgendwas habe ich da mal gelesen gehabt. Aber ich weiß. Ich krieg's ja mit zusammen gerade. Aber die Hühner. Aber die Eier von den Dings. Ich. Gänsen und Enten. Ich hab da eigentlich gerade kein Interesse, sie zu verkaufen. Das rechnet sich halt nicht mehr. Ne,
Sie haben schon schnell geworden. Ah, 3 Milch, sehr gut. Nochmal 3 Milch. Na, du darfst jetzt auch mal nur mit 2 Milch kommen. Das ist okay. Auch 3 Milch. Oh, aber bei dir wird es jetzt kritisch, ne? Kuh Nummer 4. Du hast schon den Arm verloren, ne? Das wird nichts, mein Küchchen. Das wird nichts. Dann schauen wir vorher noch kurz im Gewächshaus vorbei, in dem die Paprika gewachsen sind und wir die ernten können. Sieht aber nicht so aus. Nö. Ist auch noch feucht genug. Gut. So, zu. Perfekt. Was ist los, Rex? Weißt du, den können wir streicheln, aber unsere Katze, ne? Das ist voll der Rassismus. Nee, die liebt uns noch. Wir füttern die jetzt nicht mit Fisch. Hund können wir auffüttern. Für die Scheiße. Also unsere Kühe sind eigentlich soweit eigentlich ganz gut drauf. Die Hühnchen aber auch. Hühnchen gaben jetzt wie viele Eier insgesamt? 50. Ja, ist okay. Oh, vergessen die Tür zuzumachen. Jetzt gucken wir mal kurz mal nach. Muss man die jetzt gießen? Nass. Okay. Wenn es nass ist, ist es noch gut. Wenn es trocken wird, dann müssen wir gießen auf jeden Fall. Müssen wir uns aber merken. Weil zu nah ist, brauchen wir es auch nicht machen. Das ist auch nicht gut für die Pflanzen. Gerade wenn sie so, noch so klein sind. Gell, mein kleiner Digga John. Schön. Der mag uns eigentlich gar nicht. Da gibt es nur nicht zu, der Drecksack. So. So klappt das irgendwie. Keine Ahnung. Was gibt's hier noch? Wir haben noch ein Präsent, das ist okay. Ich weiß nicht, aber irgendwie kann man da... Sollen wir noch zu ihr fahren? Bevor checken wir noch kurz hier unsere Blümchen ab. Nass, nass. Nass, 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 nass. Nass, 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 nass. Okay. Wie sieht's hier mal mit Äpfel aus? Wird auch nichts mehr das Jahr, ne? Ich bin enttäuscht, ja. Ich bin enttäuscht von euch allen. Von den Äpfelbäumchen. Felder können wir kurz noch abchecken. Vielleicht können wir die mit Gießkanne ein bisschen bewässern. 30 Jahre später bist du fertig. Das wäre die Hölle. Ja, wächst halt. Das sehen wir aber nicht. Okay. Ist auch nass. Wie sieht es hier dichter bepflanzt aus wie hier? Lässt sich das noch ändern? Wir können ja Saatverheizer, aber das war's dann auch. Okay. Ja, ich weiß, ich bin gerade asozial abgekürzt. Macht man eigentlich nicht, aber. Es kann nichts dafür, ja? Fickt meine Natur, ja? Sag's dir nur. Ja, jetzt mal gucken, wie es mit anderen aussieht. Aber es ist, die muss doch irgendwann, muss die doch mal come on werden. Also sagst du, es lebe nur das, Boggy. Oder sie hasst uns, dann wird es nur nicht zugeben. Es könnte es fast sehen, ja. Es könnte damit leben. Es wäre halt die ganze Geschenke wieder zurück, oder? Was wir da in den Arsch geblasen haben. Apropos, reparieren Gebäude, ja, das trifft doch schon mal zu. Pflügen Fels, das kannst du knicken. Deine Mami, ne. Also aktuell sieht es hier nach einer Mission aus. Ist es okay, dann fahren wir erstmal zu ihr dann und dann machen wir die Aufgabe. Kann ich hupen? Map, map, Küchen, map, map. Die eine Kuh, die ist halt echt strange drauf, ne?
Immer noch auf der Straße. Du bist so ein Kalb, Alter. Echt. Uch. Brauchen wir noch einen Unfall. Jeha! Eine CVT ist plötzlich, eine CVT ist 10. Ist sie hier wieder? Ja, da ist Becky. Ich hab langsam den Namen raus, wie sie heißt. Also, schon mal ein guter Fortschritt für unsere Beziehung. Becky! Guten Tag. Guten Morgen, mein Freund. Freund? Hast du denn schon mal zusammen, oder was? Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ihnen, ne? Nein, im Moment nicht. Okay. Hier, das habe ich für dich gekauft. Ein Fisch? Nee, das hier. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Da wird aber echt ein Messer rauskommen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, es ist noch viel Macher. Hm. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Sie vor allem, weißt du, was soll das Scheiß? Ich habe gehört, dass die alte Mühle wieder... Ja, das weiß ja auch mal. Haben Sie schon... Ja, das ciao. Verschwend kein Kümmerling mehr an dich, Mann. Ich glaube, man muss echt erst die Bude ausbauen, sonst gibt's, wird das nix. Wobei, brauchen wir jetzt keine Wegmarkierung, da können wir einfach hinheizen. Ist ja gleich links. Ja, was geht? Radio an. War es denn jemand von euch hier? Ich habe gehört, hier gibt's eine Aufgabe. Oh shit, sorry, war ein Hof zu früh. Ihr habt ja kein Geld. Tut mir leid. Komm beim nächsten Mal wieder vorbei. Ah, da unten ist er. Charles! Charles Xavier, bitte! Ich muss erstmal ihre Äpfel kontrollieren, ja? Dann können wir weiterreden. Mhm. Sieht aus, als ob hier nichts wachsen würde. Ich glaube, sie haben Seife gebaut bei ihrer Obstplantage. Hallo? Guten. Kann man mit dir handeln? Zumindest was einschleimen. Wie sieht's bei dir aus? Tag. Violet. Evergarden. Ja, hier. Wir mögen uns trotzdem nicht mehr. Irgendwie klappt es bei der anderen. Ich bin beschäftigt. Ja, jetzt leg die Schaufel weg, Digga. Muss arbeiten. Ich bin beschäftigt. Ja, ich weiß. Guten Tag. Oh, das sind Äpfel hinter uns. Ja. Ich bin auch ein Gebäude. Ja, kann man machen. Geht doch schnell. Ja, Mauerwerk wäre das typische Problem. So. Jetzt mal hier hoch. Alles zuspachteln hier und wusch. Und rüber zur Wahllöcher, du heilige Scheiße. Okay. Das wollte ich jetzt nicht, sorry. Hallo? Hallo, danke schön. So, wunderbar. Richtig, kann wieder mitnehmen. Wobei, eher nicht. Muss hier noch was operieren. Von Metall an müssen wir nix. Kurz rüber geklitscht. Easy. Gut, das ist weg. Shit, haben wir aufgepasst. Sorry, ich will eigentlich nie runterspringen. Ich will aufpassen, dass da mal da... keine Scheiße bauen, ne? Ich sag's dir nur. Ja, weil man könnte ja das ja viel einfacher machen. Aber ich will es ein bisschen realitätsbezogen halten. Rusch! Okay, dass man so schnell repariert, eigentlich ja nicht, aber... Liegt mal im Spiel der Dinge, ne? Sag's dir nur Fragen. Alter, unten haben wir noch ein Loch. Voll übersehen. Okay. Da ist aber lang rumgeschmiert. 360. Naja.
Ist arg viel Arbeit, vor allem fürs Dach. Also, ich habe für eine Tür schon 700 verlangt, also. Na, ich sag's dir nur. Und dann für so viel, so wenig. Na, heftig. Aber gut. Ah, ist fertig. Sehr schön. Wir nehmen aber dann Materialien hin für andere Sachen noch, dass wir das gründlicher ausbauen können. Wird bestimmt witzig. Dann wäre hier noch Photovoltaik und so ein Scheiß drauf. Was eigentlich am sinnigsten wäre. Weil du hast als Bauer so einen Haufen Dachfläche, du kannst Strom produzieren ohne Ende. Und dann holst du noch so Elektro-LKWs und alles. Und dann easy. Na, also hast du gar keinen Stress mehr. Das bisschen Strom, was du im Winter einkaufen musst, ja, holst du im Sommer noch wieder rein. So, Ziel aktualisiert. Abbau. Christmensch, Lies. Alles weg hier, alles weg, alles abbauen. Mach auf der Lade, es muss ja weg. Muss sagen, da stimmt auch was nicht. Aber alles okay. Könnte ich mir auch mal selber zu machen, ne? Habe eins erledigt. Hier ist etwas für dich. Danke, muss schon wieder los. Ja, gibt ja nichts Aktualisierendes. Wir fahren jetzt aber daheim, ne? Ich sag's dann mal. Weiß nicht, die 20 Minuten, die ich rausschneiden werde, wird drin. Und einen weiteren produktiveren Tag. Ich bin nur stehen geblieben. Ich glaube echt, dass wir unser Haus ausbauen müssen. Also wirklich renovieren müssen. Dass die alle daherkommen können, kann hier Gebärmaschinen spielen. Also so zumindest ein spielerischer Gedanke, vermute ich mal. Ist nicht Sinn und Zweck nach Frauen, ne? Die sollen ruhig arbeiten gehen. Die sollen Geld verdienen, die kosten immer einen Haufen, ja. Oh, jetzt will ich hier was essen. Macht Spaß. Wenn irgendwann eines Jahres Leute meine Let's Plays schauen. Also Boogie, deine Einstellung. Das heißt heutzutage MWD, PQA, LQZ. Das war früher, aber vor 40 Jahren noch nicht der Fall. Kip. Ich würde lachen. Man bedenkt mal, wie viele unendliche Videos YouTube jetzt schon hat, wie viel das dann in 30 Jahren sein wird. Ob es in YouTube noch gibt, ist die andere Frage. Ne? Das sind ja nur Fragen, ja? Wo kann ich gerade aus rüber? Ist noch nice, ich glaube, es geht noch tagesweise runter. Zumindest etwas, was ein bisschen Stardew Valley-like ist, oder House Moon eher. Gut, ich glaube, mein Punks Auto hört man hier zur Abwechslung. So. Scheiße, man die hässlichen Büsche dann abfällen können, das nervt. Oh doch, das geht. Cool. Mir gefallen die nämlich nicht. Was wir schon gesagt haben, und das auch noch. Sag, was wir abmähen können. Hab ich irgendwas verpasst? Boah, Rex! Alter, was hast denn du für einen Spastengang? Also, dann hilf dir schon am Arsch, Digga. Gut, dann machen wir jetzt hier mal kurz ein Bubu. Müssen wir nächstes Mal dran denken, dass wir Pflanzen gießen, sonst gehen die am Arsch. Haben wir Geld verbraten, dann kosten sie nicht so viel, die Samen, aber ist egal. Dran denken ist mir sehr, sehr wichtig, meine Kinder. Ui, schlafen wir aber lang heute. Es gibt eine Hühnermärsche, das ist so gerne werden. Danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Like, dann kommentieren. Aber nicht vergessen, ich mit Absicht mal die Gießkanne, ja, damit ich weiß, was abgeht. Kühe müssen gewalken werden. So, und bis zum nächsten Mal bei Farmer Dynasty. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis alles gut und fühlt sich schon wieder stark. Ciao.